Ja, zweite Aufnahmesession. Und ich war vorher noch da oben, jetzt bin ich hier unten. Probieren wir das mal so rum aus. Falls euch das gefallen sollte, könnt ihr ja Bescheid sagen. Ich kann aber auch gerne auch wieder da oben in den Kreis gehen, den ich vorher hatte. Ja, würde sagen, machen wir einfach weiter. Und ich hoffe, ich habe nicht zu viel vergessen von den Sachen, die wir schon gemacht haben, weil es jetzt schon wieder ein paar Tage vergangen sind. Stimmen? Oh, stop looking at me like Hör auf, that. Mich It's just a little something to help me focus on my work. That's all. Auf die Arbeit konzentrieren, hatten wir das nicht schon mal? So, die Ratten haben wir uns alle auch schon angeguckt. Joa. Was könnte das hier darstellen? Ich habe übrigens auch das Spiel mal ein bisschen heller gemacht, in Hoffnung, dass es in YouTube dann auch etwas heller aussieht, nicht so extrem dunkel. So, jetzt hier sind die Sachen, die wir schon gesammelt haben. Ein Stück Haut und Blut. Irgendwie habe ich übrigens die Befürchtung, dass beides von unserer Frau sein könnte. Weil beim nochmal Nachschauen habe ich rausgefunden, dass ja der eine Arztbrief davon geredet hat, dass die Frau irgendwie eine Hauttransplantation bekommen hat. Also könnte das gut sein, dass wir unserer eigenen Frau das abgeschnitten haben. Und andererseits haben wir hier noch das Blut abgezapft. Irgendwie so, wie, wo da diese Geschichte war, von wegen. Ah, hier steht's ja. Benötigt ein Gefäß und ein Plastikschlauch. Ja, das, ja. Lässt ja hoffen, wo die Reise hier hingehen wird. Das sind die gesammelten Sachen. Gut, das hatten wir auch schon. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Form tritt heraus. Ja, die Musik ändert sich. Hier ist jetzt zugekettet, aha. Und wieder ein Rattenbild. Nagersamen, ich sehe die Erde sich bewegen, verfaulter Boden, nichts anderes wächst. Was das nun wieder heißen soll. Ich wollte mir gerade die rote Vase angucken. Denke mal nicht, dass wir hier noch was finden werden, weil wir hier schon überall reingeschaut haben. Nee, ich nehme mal nicht an. Liegt da ein Brief? Ich glaube, das Bild hatten wir noch nicht. Und diesmal ohne, dass das Bild ein Bild ist, so wie wir das bei manchen anderen Bildern hatten. Ah ja. Ein angekettetes Klavier. Ah ja, da ersticht jemand eine Frau. Ich überlege gerade, was könnte das aussagen? Ein angekettetes Klavier.
Haben wir es gehasst, wenn unsere Frau Klavier gespielt hat? Haben wir vielleicht ihr den Ruhm nicht gegönnt? Hm. Ja. Frag mich immer, wie man früher geschafft hat, so wahnsinnig viele Bücher. Also ich meine, man hört oder sieht ja immer in Filmen, dass so alte Herrenhäuser oder ja, so reiche Villen immer bestückt waren mit Riesenregalen, also Riesenregalen voller Bücher. Hatte da quasi jeder, der quasi früher was auf sich hielt, eine eigene Bibliothek? Ich meine, das sind ja wirklich nicht wenig Bücher. Was? Kreative Blockade. Ah ja. Ja, eine kreative Blockade zu haben, dürfte wahrscheinlich so aussehen. Eingeengt. Oh. Und irgendwann öffnet sich dann doch wieder eine Tür. Da ist doch wieder so ein Baby, ein erhangenes Baby. Der Schatten sieht aber leicht anders aus. Ich gehe trotzdem erstmal hier lang. Nee, hier komme ich nicht durch. Ich muss mich der Wahrheit stellen. Ja, es ist eine Puppe. Ah ja, der hat einen Schlüssel um. Der hat einen Schlüssel gehabt um den Hals. Das ist aber keine Tür hier. Hä? Ist doch schon wieder alles verändert. Boah, das macht mich irre. Na, Alkohol drin? Nicht wirklich was zu erkennen. Hier, Papier. 23. Mai. Wie können sich zwei Menschen, die sich einmal so vollkommen, so hochgradig geliebt haben, so weit auseinanderleben? Mein Ehemann spricht kaum noch mit mir. Er schlittert nur noch aus seinem Arbeitszimmer heraus und herein, wie besessen an einem gescheiterten Gemälde nach dem anderen arbeitend. Er will nicht mal mehr mit mir schlafen. Ich weiß, dass er mich abstoßend findet. Der Blick, mit dem er mich neulich angesehen hat. Dieser erbärmliche, schmerzvolle Blick. Eine Mischung aus Scham, Schuld und Abscheu. Mir ist es klar geworden. Mir ist klar geworden, dass ich in den Augen meines Mannes ein Monster geworden bin. Es fühlt sich an wie etwas, das eine Frau niemals machen sollte. Dennoch, als die gute Ehefrau, die ich bin, habe ich mich dazu entschlossen, die Fantasie meines Ehemannes wahr werden zu lassen. Wenn er denkt, ich sei ein Monster, werde ich diese Rolle verdammt nochmal ausfüllen. Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das wirkt ja fast, als hätte die Frau irgendwas getan. Vielleicht durch die ganze Wut, dass sie kein Kind kriegen kann? Hat sie dann doch ein Kind bekommen? Ich sehe noch nicht ganz durch. Nicht vergessen, der 9. Juni. Ja. Da ist also irgendwas passiert. Ja. Ich habe das Brummen ausgekriegt. Nein. Zu. Ich glaube, der Geist wird auch immer, also was auch immer uns hier verfolgt, wird auch immer heftiger. Mal gucken, was uns noch erwartet.
Terrasse? Oh, wie viele Zettel hier rumliegen? 15. September. Heute wieder neue Zettel. Sogar noch schlimmer als die davor. Das Traurigste daran ist, dass ich jedem Wort zustimme. Ist die Frage, was ist damit gemeint? Welchen Zettel oder welche Zettel da gemeint sind, die er da zustimmt? Treten auch immer wieder dieselben Räume zum Teil. Nee, kein Licht. Ich gehe erstmal nochmal zurück, bevor ich. Ich hatte aber das Gefühl in den letzten Teilen, dass ich viel zu oft weitergehe, ohne nochmal zu schauen, ob ich woanders hätte lang gehen können. Okay. Blinde Narren, Idioten. You ordered a true portrait, so that's where I painted, you fucking pleb. Maybe I need to kick some artistic sense in your stupid face. Die Brille, die wir vorhin auf dem Tisch gefunden haben. Ah ja. Hat einem noch jemand mein Gemälde nicht gefallen? Erst das Kinderbild, jetzt das Porträt nicht gefallen. Geschlossen. Diese Treppengeräusche irritieren mich immer. Ich habe immer das Gefühl, das kommt von irgendwo anders her. Na, diesmal nichts zum Rausnehmen. Telefon? Es tut ein wenig weh. Es wiederholt sich. Ich glaube, der hat rückwärts gesprochen eben. Es kommt immer von hier. Hier ist das Telefon. Ich kann es aber nicht benutzen. Jetzt wiederholt sich das immer wieder. Sehr geehrter Herr, wenn ich ehrlich sein soll, kann ich nicht gerade behaupten, dass mich Ihr Schreiben überrascht hat. Mehrere Kollegen hatten mich bereits darüber informiert, dass sie zuvor deren Meinung in dieser Angelegenheit hören wollten und dass wir, und während
hören wollten. Und während es vollkommen nachvollziehbar ist, dass Patienten eine zweite Meinung einholen, möchte ich doch meinen, dass 16 übereinkommende Meinungen ausreichend wären. Dennoch bin ich aus Respekt Ihrer Frau und Ihnen gegenüber den Fall noch einmal sorgsam durchgegangen und leider stimme ich mit meinen Kollegen überein. Unwillkürliche Muskelspasmen sind bei Patienten, die so starke Verbrennungen erlitten haben wie Ihre Frau, nicht unüblich. Was Sie als abartiges Grinsen oder enervierendes Kläffen beschrieben haben, wobei viele dieser Ausdrücke verletzend fänden, könnte in der Tat eine Manifestation eines Nervenschadens darstellen. Die anderen Symptome, die Sie erwähnten, scheinen keinen physiologischen Ursprung zu haben, sondern erscheinen eher psychologischer Natur. Traumatische Ereignisse können zu schweren Stresssymptomen führen, was nichts ist, wofür man sich schämen sollte. Bezüglich Ihrer Aufforderung an uns, Ihre Frau wieder hinzukriegen, müssen Sie begreifen, dass die Dinge, die sie durchgemacht hat, nicht einfach durch einen simplen medizinischen Eingriff rückgängig gemacht werden können. Es ist ein langer, beschwerlicher Prozess, der all Ihre Stärke und Unterstützung erfordert. Sollten Sie den Wunsch haben, einen Langzeitrehabilitationsplan mit mir zu besprechen, dürfen Sie gerne, ja, mich kontaktieren oder so. Ich kann es hier gerade nicht richtig lesen. Ich wollte meine Frau wieder hinkriegen. Vielleicht sollte ich mal rückwärts gehen. Damit das dann vorwärts abgespielt wird vielleicht. Ah, ja, das hat irgendwas gebracht. Yes, yes. Ja? Irgendwas mit yes? Yes, Speaker? Es klingelt immer noch richtig rum. Ist das bestimmt der gleiche Zettel? Ja. Irgendwas muss ich anders machen, schätze ich. Warte mal, jetzt geht's. Jetzt geht's plötzlich hier raus. Ruhelose Andenken. Oh, was war das? Jetzt hätte ich gerne ein bisschen Licht. Kranke Erinnerungen. Gardinen abgerissen. Oder besser gesagt, die Vorhänge abgerissen. Alles voller Blut hier. Und alles steht Kopf. Na, ich komme da nicht ran. Ach, hier kann ich Licht anmachen. Ah, jetzt steht es auch wieder alles richtig rum. Da ist wieder die Brille. Oder vielleicht ist es auch irgendeine andere Brille. Flatternde Schrecken, seid still. Konstantes Flattern fressen andere Ratten? Ah ja, jetzt sind es geflügelte Ratten. Oder so Fledermaus-geflügelte Ratten. Sagt man nicht eigentlich immer zu Tauben geflügelte Ratten?
Es ist nur ein Vorhang. Es ist nur ein Vorhang. Wird er zurückgeworfen? Okay. Ah, hier eine Flasche Wein. Wir trinken ja so gern, wie es scheint. Und es geht wieder in den Fahrstuhl. Mal gucken, wo es uns jetzt hinführt. Diesmal wohl nach links. Ach, ich habe noch nicht ganz zugemacht. Boah, dieses Geräusch. Klingt ja fast so eklig wie das eine Mal, wo wir in dem Zimmer gestanden haben. Jedenfalls rate ich dir als dein Anwalt dazu, von jeglichen unüberlegten Handlungen abzusehen. In anderen Worten, mach nichts Dummes. Wir haben immer noch eine Chance zu gewinnen. Glaub es mir oder nicht, ich habe schon Klienten aus tieferer Scheiße gezogen als dieser hier. Mach es nur bloß nicht noch schlimmer. Tauche eine Weile unter und lass mich gegen den Gerichtsbeschluss vorgehen. Dieser Sozialarbeiter hat es definitiv auf dich abgesehen. Wir können das zu unserem Vorteil nutzen, dich als Opfer des Systems darstellen. Ein trauernder Ehemann, ein kurzzeitiger Verlust der Zurechnungsfähigkeit, ein übereifriger Bürokrat. Vertrau mir, das ist unsere beste Option. Wenn man bedenkt, dass du alles in letzter Zeit durchgemacht hast, was du alles in der letzten Zeit durchgemacht hast, würde ich meinen, wir haben eine gute 50-50-Chance auf einen guten Ausgang. Aber nicht, wenn du weiterhin versuchst, alle davon zu überzeugen, dass du total übergeschnappt bist. Keine weiteren Wutausbrüche, kein weiteres Herumziehen oder noch besser, überhaupt keine weiteren öffentlichen Auftritte mehr. Du kannst deine Tochter immer noch retten? Meine Tochter? Hab ich meiner Frau was angetan? Aber dann müsste das Kind ja schon also, hat sie das Kind dann... Hat sie doch ein Kind bekommen? Ich... Ach ja. Gib die Hoffnung auf, solange du kannst. Warum? Die Hoffnung aufgeben, meine Frau wiederzusehen, mein Kind zu sehen. Der Weinkeller. Oh ja, aber trinken wir nice. Nee, danke. Blach, eine Plörre. Tut sich nichts. Auch abgeschlossen. Tür 1, Tür 2, Tür 3. Hinter welchen steckt der Gewinn? Hier nicht. Da nicht.
Aber hier auch nicht. Hm. Also wieder zurück. Mhm. Okay. Mir ein bisschen komisch. Schnell durch. Wird auch irgendwie immer dunkler. Also ich weiß nicht, wie es jetzt bei YouTube aussehen wird, aber ich sehe ja so gut wie gar nichts. Also eigentlich gar nichts. Es soll so sein. Zu schweben. Hä? Bin ich denn jetzt drüber gelaufen? Also irgendwie ist es ja schön. Jetzt wollte ich gerade sagen, es sieht doch schön aus, wie das so schön in der Musik schwebt. Sobald ich dagegen komme? Nee. Ich kann die sogar rumschieben. Yeah! Na super. Jetzt sehe ich wieder überhaupt nichts mehr. Hier ist wieder Plörre. Irgendwie, von den Umrissen her, würde ich das mal sagen. I needed to remove the flesh from the bone. At first I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Wir haben sehr komische Ideen. Ich schätze, wir haben das nächste für unser Regal. Müsst ihr so noch sehen können, wo man hingehen soll. Boah. Wie man hier einfach gar nichts sieht. Ich laufe hier ständig gegen irgendwelche Sachen. Achso, wenn ich an den Wänden gehe, sehe ich quasi ein bisschen. Ah, hier geht die Treppe hoch. Licht! Ja. Ich glaube aber nicht, dass wir das hätten vorher anmachen können. Und schon sind wir wieder in unserem Mahlzimmer. Ich denke mal, hier werden sich nur ein paar Bilder hinzugefügt haben. Ach, da kann ich wieder ein bisschen sehen. Mein eventuelles Spiegelbild. Hm. Okay, wir müssen erst wieder malen. Gucken, was wir jetzt machen.